Wenn ihr mit diesen Reportern sprecht, erzählt ihnen keine Details. Ihr sagt ihnen, dass es die besten Scharfschützen der Welt nur bei den Marines gibt. Sagt ihnen, dass ihr froh seid, hier sein zu dürfen. Dass ihr stolz auf euren Auftrag seid. Und dass ihr es nicht erwarten könnt, die Scheiße aus den Irakis zu prügeln. Wenn ihr denen irgendwas anderes erzählt, dann machen die mich fertig. Und wenn das passiert, dann mache ich euch fertig. Zieht eure T-Shirts aus, zeigt eure Muskeln, ihr seid gut in Form. Aber das ist doch Zensur. Das ist was? Zensur. Sie bestimmen, was wir der Presse sagen dürfen und was nicht. Das ist unamerikanisch. Ja, wo bleibt denn da die Redefreiheit, die Verfassung? Nein, ihr habt einen Vertrag unterschrieben. Ihr habt keine Rechte. Wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch bei Saddam Hussein. Mal sehen, was er dazu sagt. Ja, genau das macht Saddam Hussein auch. Sie behandeln uns hier ganz genauso. Du bist ein Marine. Für dich gibt es hier nicht so etwas wie eine Redefreiheit. Du musst für alles, was du sagst, bezahlen. Kamera läuft, Ton läuft. Sie sind ein Marine hier in Saudi-Arabien. Sind Sie froh, hier zu sein? Oh ja, Ma'am, ich bin froh, hier zu sein. Mein Onkel und mein Vater haben in Vietnam gekämpft. Deshalb bin ich stolz darauf, meinem Land hier zu dienen. Ich habe volles Vertrauen in all meine Führungskräfte, von meinem Ausbilder bis zu meinem Präsidenten. Ich bin sehr stolz darauf, meinem Land zu dienen, ja. Und wer erwartet Sie zu Hause? Sie sind ein Marine hier in Saudi-Arabien. Was glauben Sie, wie die Kuwaitis Sie empfangen werden? Was denken Sie über die Irakis? Sie sind der Feind. Haben Sie wegen ihnen Albträume? Wie gehen Sie mit, Ich liebe das hier. Das ist genau das, was ich will. Ich kann hier was verändern. Bei mir zu Hause hätte ich irgendeinen blöden Job. Keiner wüsste, dass ich lebe. Wir verbrennen das Fett unserer Seelen. Hemingway, das ist von dem. Wer erwartet Sie zu Hause? Naja, wissen Sie, ich habe eine Freundin. Die wartet auf mich. Möchten Sie irgendwas zu ihr sagen? Ja, na klar. Hey, Christine. Hier sind wir. Haben Sie Angst? Ja, Ma'am. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich liebe mein Land. Ich vermisse meine Eltern. Hey, Mom. Hey, Dad. Die behandeln mich gut hier. Es ist die Chance für mich, also Amerika zu verteidigen. Das Land, das mir die Freiheit geschenkt hat, also mir und meiner Familie. Und es ist eine Ehre, für diese Freiheit zu kämpfen. Mein Vaterland zu verteidigen. Und meinem Land zu dienen und hier was zu lernen, um später bei einem Sicherheitsdienst anzufangen. Haben Sie Angst? Hören Sie. Ich bin 20 Jahre alt und war bescheuert genug, mich zu verpflichten. Ich höre von hier ihre verfickten Bomben. Ich höre von hier ihre Bomben. Und ja, ich habe wirklich Angst. Erzählen Sie es nicht meinem Staff Sergeant, okay?